Als es heute in Diepoldiswalde permanent Ping-Pong machte, war das nicht das Klingeln an einer Wohnungstür, sondern das Prasseln von Tischtennisbällen. Im Sportpark standen Weltklasse-Athleten an den Tischen. Sie spielten um ein stattliches Preisgeld. Einer von ihnen hatte in Diepoldiswalde mit dem schnellen Sport begonnen, als er kaum über den Tisch gucken konnte. Hermann Mühlbach war 7, als er in Diepoldiswalde begann, Tischtennis zu spielen. Aus dem Ping-Pong wurde bald ein richtig intensives Spiel mit vielen Aufschlags- und Spin-Varianten. Tischtennis ist eine der komplexesten Sportarten. Man muss den ganzen Körper trainieren. Es ist nicht nur so ein bisschen Ping-Pong, wie man vielleicht denkt. Es ist ein Ganzkörpersport, eine Gesundheitssportart. Und es ist wie Schach mit Taktik und alles drum und dran. Mittlerweile spielt Hermann für Dortmund. Zum Turnier holte er auch seinen Doppelpartner Erik Bottroff in Grau in seine Heimat. Eigentlich wollte und sollte er gegen ihn gewinnen. Und am Anfang sah es auch gut aus. Doch Bottroff machte ihm das Leben schwer. 3:2 verlor Hermann Mühlbach am Ende sein erstes Spiel. Und es sollte nicht besser werden. Gegen den großen Favoriten Zoltan Fea Konner zahlte er reichlich Lehrgeld. Aber dies machte ihm nichts aus. Man merkt richtig, es sieht zwar nicht ganz viel anders aus, wie er spielt, aber seine Bälle haben alle eine ganz andere Qualität. Viel mehr Rotation, viel mehr Sicherheit, viel mehr Druck. Da kommt man fast nicht mehr hinterher. Mit einfachen Taschenspielertricks ist da nichts zu machen. In wenigen Momenten war Hermann Mühlbach dem großen Meister ebenbürtig. Zoltan Fea Konner dominierte nicht nur dieses Spiel, sondern auch das Turnier. Aber ganz vollkommen ist Deutschlands Nummer 4 auch nicht. Ich würde mal sagen, dass mein Vorhand-Topspin meine Stärke ist. Meine Rückhand ist dadurch auch etwas schwächer. Vielleicht an der Bahnarbeit könnte ich ein bisschen mehr tun. Diepoldiswalde erlebte Tischtennis der Extraklasse, bei dem der 20-jährige lokale Matador noch einen großen Auftritt hatte. Hermann Mühlbach mit einer Showeinlage. So zeigte er seinem Publikum, was er wirklich drauf hat.